Hey, mein Lieber. Na? Na? Alles klar? Ach, ihr seid auch da. Hey, Leute. Was ist das denn hier Feines? Ach, das riecht ja geil. Ja, du weißt ja, wie du riechst. Das ist ja dein Mist. Wir machen heute ein Boilie-Video und ihr seid dabei. Und jetzt geht's los. Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal nicht vom Wasser, sondern in der Boilie-Küche von Ricardo. Hey mein Freund, na, alles klar? Alles klar. Wir haben heute was ganz Spezielles mit euch vor. Ricardo und ich haben uns überlegt, dass wir ja mal ein Boilie-Roll-Video machen können. Wir rollen beide schon seit Jahrzehnten, kann man ja mittlerweile fast sagen, Boilies, ne? Und ja, ich habe leider nicht mehr die Zeit dafür so richtig. Darum stehen meine Maschinen bei Ricardo und Ricardo rollt fleißig. Und heute wollen wir euch mal nicht so 0815 Mix zeigen, sondern wir wollen euch zeigen, wie ihr einen einigermaßen günstigen, hochwertigen Boilie herstellt. Ja. Und dafür haben wir jetzt erstmal die ganzen Zutaten hier aufgebaut, so die gängigsten Zutaten, die es... Die gängigsten. Aber ein Großteil und vor allen Dingen die guten Zutaten, ein Teil der guten Zutaten haben wir hier aufgeführt. Ja, wir haben natürlich auch nur das jetzt da, was Ricardo in seinen Mixen verwendet, alles andere macht ja keinen Sinn. Aber wir wollen euch zum Anfang mal kurz erzählen, welche Zutaten es gibt, welche Zutaten man für einen klassischen Boilie braucht und welche Zutat vor allem welche Eigenschaft hat. Das ist ja immer für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Und wir haben das hier mal versucht, ein bisschen chronologisch aufzubauen und zu beschriften. Ja, und dann fangen wir doch einfach mal vorne an mit dem Klassiker. Hier vorne auf der Ecke, das Maismehl. Ja. Oder auch Grieß. Ist für mich ein absoluter Klassiker. Also wir mahlen das auch frisch und es geht nichts über ein frisch gemahltes Maismehl. Viele verachten das. Ich halte es für eine Top-Zutat, saugt auch Attraktoren sehr gut auf und gibt die auch nachher später wieder gut ans Wasser ab. Viele nehmen auch Grieß, kann man nehmen, empfehle ich aber nicht mehr als 10% im Mix zu verwenden, weil das doch nachher den Hang hat aufzuschwemmen. Ich mixe Maismehl auch ganz gerne mit Erbsenmehl. 1:1, funktioniert super. Grünes Erbsenmehl oder? Das ist egal, was ich kriege. Grüne, helle Erbsen, das nimmt sich nichts, aber das... Also Hauptmerkmal ist halt, dass die Bindung genauso gegeben ist und das Erbsenmehl halt einen höheren Proteingehalt hat. Ne? Genau, Eiweiß ist bei Erbsenmehl ganz wichtig. Ist nämlich, hat viele ungesättigte Fettsäuren und top pflanzlicher Eiweißlieferant. Das Gute daran ist, wenn man es selbst malt, dass man nämlich auch den Grad bestimmen kann, in dem man es malen will. Und damit auch die Struktur von dem Boilie. Ja, je gröber man es malt, desto gröber wird der Boilie nachher. Muss man mit der Bindung allerdings ein bisschen aufpassen, dass er sich noch rollen lässt. Ne? Genau, und auch nicht zu hoch dosieren, sonst hat man nachher das Problem mit rissigen Boilies. Ich würde es nicht höher als 20% im Mix verwenden. Okay, da haben wir die Basis. Dann switchen wir doch gleich mal hier rüber. Die nächste Basis für einen klassischen Fischmehl-Boilie, neben Maismehl als Binder, wäre dann Fischmehl. Gehört für mich eigentlich in jeden Boilie. Also ich mag absolut keine Birdfoot Boilies, das ist natürlich Geschmackssache und wir wollen euch heute auch einen hochwertigen Boilie zeigen, nicht 0815, was halt viel im Netz zu finden ist, aber wenn es näher an die hochwertigen Sachen geht, halt nicht. Und Fischmehl gehört für mich einfach dazu. Ist halt ein super Attraktor. Ja, und Proteine, ne? Und Fett vor allem. Ja. Bei den Proteinen gibt es natürlich noch Unterschiede. Da steht dann aber auf dem Fischmehl, ob es ein LT70 Fischmehl ist oder ein LT90, das ist immer der Proteingehalt des Fischmehles. Je höher, desto besser. Genau. Aber desto teurer natürlich. Genau, desto teurer. Und bei mir ist es auch so, dass ich eher diese Standardfischmehle verwende. Da bei mir in den Boilies ein sehr hoher Anteil an Milchproteinen schon gegeben ist. Durchs Casein, Lactalbumin und Milchpulver macht ungefähr schon 25% des Mixes aus. Da muss man halt aufpassen, dass man mit dem Proteingehalt nicht zu hoch kommt. Ne? Ja, dann machen wir doch da gleich mal weiter. Nachdem wir jetzt quasi die Grundzutaten haben und der bei 30-50% unseres Mixes ja schon angekommen sind, oder 60% sogar, brauchen wir jetzt natürlich noch Binder und wir brauchen Härter, die den Boilie widerstandsfähig im Wasser machen. Da hätten wir zum einen, fangen wir doch mal hier an, haben wir das Casein. Ja, Casein verwende ich sehr gerne im Mix. Gerade bei uns, wir haben hier viele kennen das ja, die im Osten unterwegs sind, Weißfische, Brassen, also dieses ganze Gedöns, Krebse ohne Ende und ich brauche einen Boilie, der mindestens 24 Stunden hält, am besten 2-3 Tage. Und das ist bei Casein sehr gut gegeben. Ich habe keine Festigkeit mit keiner anderen Zutat bisher erreicht, deswegen verrolle ich das auch gerne.
Und wie gesagt, hat 90% Protein, bringt gleich schön Protein in den Boilie rein. Ich bin ein absoluter Liebhaber davon. Protein gehört von mir, bei mir reichlich in den Boilie. Ja, hat aber allerdings auch seinen Preis. Hat alles seinen Preis. Noch teurer als Casein ist die nächste Zutat, Lactalbumin. Ja, die nehmen sich beide nicht viel. Also sind beide, ja, Lactalbumin ist auch ein sehr guter, hat sehr gute Bindereigenschaften. Schlägt preislich allerdings auch sehr zu Buche, deswegen würde ich empfehlen, nicht mehr als 5% davon im Mix zu verwenden. Mache ich auch nicht, verwende immer um die 3. Wenn man besonders harten Boilie braucht, bietet sich diese Zutat natürlich an, davon auch mal mehr zu nehmen. Ne? Ja, und klar, auf hat vor allem super Aminosäuregerüst und dementsprechend auch ein Top-Eiweißlieferant, den der Fisch wirklich gut verwerten kann. Ja. Der Preis ist leider berechtigt. Dann haben wir Milchpulver, deine Lieblingszutat, würde ich sagen. Ja, ne? Milchpulver mache ich immer 10% in jedem Mix. Dabei nehme ich kein Lämmerpulver oder Vitamello. Ich nehme immer also Kälbermilchpulver mit einem Mindestproteingehalt, also Proteingehalt in dieser Magermilch von mindestens 50%. Am besten sogar 55%. Ja, es ist einfach Geschmack. Es riecht sehr gut, fast wie Vanille. Also für mich ist das eine Top-Zutat, die in keinem Boilie fehlen darf. Bringt eine schöne Cremigkeit und gerade wenn man doch mal einen Birdfood-Boilie machen will, der irgendwie den mal mit einem Scopex-Flavor oder so unterstützen will, spart euch den Flavor, macht ordentlich Milchpulver rein, gibt nichts Besseres. Genau, und die Löslichkeit ist damit super gegeben und ich verwende das immer in Kombination mit Fischmehlen, ist für mich eine Top-Zutat. Vor allem haben wir halt auch hier schon so die hauptsächlichsten Eiweißlieferanten jetzt vorgestellt und man ist natürlich auch immer gut, ein gutes Eiweißgerüst für den Fisch zu liefern. Und dazu gehört natürlich ein Teil tierische Eiweiße, aber auch ein Teil pflanzliche Eiweiße. Und das ist, wenn ihr so aufgestellt seid, schon mal gut gegeben. Ja, das ist auch besser verdaulich für den Karpfen dann auch. Ne? Genau. Dass so viele unterschiedliche Proteine da drin sind. Das heißt, nicht nur über das Fischmehl, sondern auch Milchproteine. Ist immer gut. Gut, machen wir mal weiter. Auch für die Bindung haben wir hier Eikopound oder schöne Bio-Eier. Ja. Vom Hühnerhof hinter der Garage. Ja, Eikopound. Eikopound verwende ich EP60. Hat einen höheren Eiweißgehalt als normales Eikopound. Spart man ein bisschen Geld, man kann auch Egg nehmen. Ne? Ich nehme das, weil es einfach für mich kostengünstiger ist und die Boilies erreichen für mich eine ausreichende Härte. Wie gesagt, ich nehme ja auch Casein und dadurch langt das. Zusätzlich nimmst du aber noch Eier, ne? Ja, also ich nehme dieses Eikopound. Mache ich in den Mix mit rein, damit ich halt diese 72 Stunden Haltbarkeit des Boilies, sag ich mal, gewährleistet bekomme. Da die meisten Fischmehle auch einen Anteil an Wasser noch in sich tragen, schafft es der Mix nicht immer, die ganzen genügend Eier aufzunehmen, um meine Bindung, die ich brauche, zu erhalten. Deswegen mache ich davon 3% mit rein, als Binder, sowohl auch als Härter. Ja, ist aber auch nochmal was anderes als Volleipulver. Genau, mit Volleipulver genau. Würde man quasi die Eier ersetzen. Mhm. Und das ist natürlich auch gang und gäbe in der Szene mittlerweile, spart man sich halt frische Eier zu kaufen, gießt einfach mit Wasser auf, man kann den Mix komplett fertig machen, dementsprechend ist ein sauberes Arbeiten, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, genau. Also ich rolle immer mit Frischei ab, macht in meinen Augen den Teig etwas geschmeidiger und lässt sich ein bisschen besser rollen, ist Geschmackssache. Okay, nachdem wir das jetzt hier zur Binde- und Härteeigenschaften haben, haben wir hier oben auch noch einen Härter, Blutmehl, kennen sicherlich auch ganz viele von euch. Macht den Boilie schön hart, aber... Ja, hat natürlich auch super Mineralien und auch Attraktoren drin, die der Karpfen auch mag, liebt und worauf er auch anspricht. Das ist ganz wichtig, dass da auch in diesen, also Aminosäuren drin sind, die an die Rezeptoren der Karpfen ansetzen. Und das ist bei Blutmehl auch gegeben. Warum? Also ist ein guter Attraktor. Ja, warum nimmst du jetzt kein Plasma? Das gibt es ja auch noch. Ja, Blutplasma ist auch wieder Geschmackssache. Ich nehme kein Plasma, weil das für mich eher so eine gummiartige Konsistenz hat und halt nicht dieses gute Aminosäureprofil wie halt Blutmehl. Alles klar. Das sind meine Haupt... So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu verschiedenen Aminosäureträgern, die den Boilie dann letztlich auch hochinteressant für den Karpfen machen, weil der Karpfen kann Aminosäuren wahrnehmen. Alles, was wir hier riechen, ein Fisch kann nicht riechen. Ja? Mhm. Er nimmt nur die Moleküle wahr, die durchs Wasser strömen. Und das sind in erster Linie Aminosäuren, die gut aus dem Boilie ausschwemmen. Dafür haben wir das Weizenkeimmehl hier, was auch noch gleichzeitig eine gute Bindeeigenschaft hat und natürlich wieder pflanzliche Eiweiße mitbringt. Sag mal kurz was dazu. Ja, also ich verwende die sehr gerne. Engländer zum Beispiel auch viel in ihren Winterködern, weil die einen sehr guten Durchlauf erzeugen. Kann man bis 20% der Mix machen. Ich halte es so zwischen 3 bis 10, mache ich ungefähr Mix rein. Ist sehr, sehr gut für die Verdauung
und wirklich sehr gut Mineralien drin, hochverdaulich für den Fisch. Also es ist eine sehr gute Zutat. Die Hochverdaulichkeit kommt nämlich daher, der Arlinghaus hat das mal in Was essen Karpfen gut beschrieben, oder wie hieß das? Ja, ne? Was fressen Karpfen oder so? Dass Kohlenhydrate für die Karpfenernährung ja eigentlich kaum eine Rolle spielen, weil sie in einer natürlichen Umgebung keine Kohlenhydrate zu sich nehmen. Wenn sie Krebs fressen oder Zuckmückenlarven, sind da halt eigentlich keine Kohlenhydrate drin. Die werden trotzdem gerne genommen, können aber nicht verstoffwechselt werden und sorgen dafür für einen guten Durchlauf. Also der Fisch muss schneller wieder scheißen und kriegt schneller wieder Hunger. Das Futter sättigt nicht so. Genau, hauptsächlich, genau, das ist genau wie Robin Red zum Beispiel, ist ja auch Gewürze und auch für den Durchlauf der Fische, und das beides verwende ich auch sehr gerne, weil damit kommen sie schneller wieder am Platz. So, wenn der Durchlauf gut ist, haben sie auch schnell wieder Hunger und kommen schnell wieder am Platz. Ansonsten sind die Kohlenhydrate ja immer sehr sättigend. Weil sie natürlich Wasser aufnehmen, ja, ja, und aufschwemmen, aber die gehen halt auch schnell wieder raus. Nächster Aminosäureträger, der hochlöslich ist und den er wirklich in jeden Boilie reinmachen sollte, ist Bierhefe. Bierhefe, ja. Also verwende ich in jedem Boilie. Wenn man sich mal das Aminosäureprofil durchliest, findet man im Internet hunderte Sachen zu. Da wird man ganz schnell feststellen, wenn man in der Materie eingelesen ist, dass da viele Aminosäuren drin sind, die explizit den Karpfen ansprechen. Also ganz viele. Das ist für mich eine der wichtigsten Zutaten mit im Boilie. Also das darf bei mir nicht fehlen. Und das Beste? Und es ist günstig. Ja. Es ist sehr, sehr günstig. Ihr könnt bei eBay, achtet darauf, dass es sprühgetrocknete, 100% reine Bierhefe ist. Am besten auch mit 50% Protein. Wenn ihr Sackware kauft, zahlt ihr um die 2 Euro. Ja. Also es ist... Und dafür, dass man halt... Wie viel machst du ran? 3%. Genau. Man kann, 20, ich sag mal, 3-5% ja, sind optimal, sonst ist es auch sehr penetrant, es kommt nachher auch stark durch im Boilie, ne? Dann eine Zutat, die sowohl Struktur gibt, als auch ein Attraktor ist und Eiweiße wieder liefert, wäre hier Seidenraupenmehl. Ja, Seidenraupenmehl ist auch erwiesenermaßen, gab es auch eine Studie von Dr. Robert Arlinghaus drüber, oder ich bin der Meinung, dass ich es da mal gelesen habe in dem Zusammenhang, auch eine der Mehle, die den Karpfen sehr, sehr gut ansprechen und worauf auch die Rezeptoren anspringen beim Karpfen. Deswegen verwende ich das sehr gerne, hat einen sehr guten Eingeruch. Ja, Energielieferant, sehr eiweißreich, das ist auch immer gut. Hier muss man halt nur aufpassen, da sind natürlich die kompletten, ja, Seidenraupen vermahlen. Also wir haben dementsprechend treibt das halt auch mal auf und man darf halt nicht zu viel im Boilie, ja, verwenden. Also maximal 10%, maximal. Ja. Zwischen 5 und 10 ist ein guter Wert, da liegt man ganz gut und man riecht es auch. Also die sind sehr geruchsintensiv und die kommen auch mit 5% kommen so gut im Mix durch, wenn man keine Flavor und sowas benutzt. Gut, bevor wir dann hier zu den Gewürzen kommen, kommen wir jetzt nochmal zu hochattraktiven Zutaten für den Karpfen. Und wir haben jetzt hier allerdings leider nur Geflügelprotein. Sag mal was dazu. Ja, Geflügelprotein ist halt wie Milchpulver, verwende ich auch in jedem Mix. Wie gesagt, auch gutes Aminosäureprofil, 100% wasserlöslich, ja, hat, manche sagen, es hat auch eine bindende Eigenschaft durch dich, da es sehr klebt, man darf davon, ja, es wird sehr klebrig, ich würde davon nicht mehr als 3-5% im Mix verwenden, weil der Mix sich sonst auch einfach schwer rollen lässt und sehr klebt, ne? Ja. Aber es ist eine Top-Zutat und auch günstig. Wenn man danach sucht, also bestellt nicht beim erstbesten Boilie-Shop, sucht die Zutaten gezielt danach und dann findet ihr sie auch für einen guten Preis und dann ist das sehr erschwinglich, kostet um die 3 Euro. Ja, andere Zutaten, die da schon weitaus teurer sind, aber eben so hochattraktiv ist halt, haben wir jetzt leider nicht da, Leberextrakt und GLM, die Klassiker in der Boilie-Herstellung für die Fischmehle. Liefern beide halt sehr viele Aminosäuren oder halt Eiweiße. Aminosäuren sind ja die Bausteine der Eiweiße. Aber wenn sie halt einen Aminosäurekomplex haben, der schon aufgeschlüsselt ist, dann ist es natürlich immer noch besser für den Köder, weil die Aminosäuren leichter ins Wasser diffundieren können und so ihre Lockwirkung erhalten. Hochbekannte Attraktoren, die allerdings ihren Preis haben und die man dann halt auch nicht überdosieren sollte. Also ich sag mal auch so, wenn man 3-5% ist man schon sehr, sehr, sehr gut dabei. Ja, dann ist man sehr gut dabei, weil ich würde es auch nicht bei einem x-beliebigen Hersteller kaufen, sondern, naja, ich will hier keine Schleife machen, ich lasse mal lieber nicht. Aber man sollte schon
um die 30 Euro dafür ausgeben, wenn man es günstiger angeboten kriegt, lieber die Finger davon lassen. Ja, da wird viel Schindluder mit getrieben, da nimmt man anstatt GLM ein Miesmuschelmehl, färbt das ein bisschen ein, dann ist auch grün oder man malt Schalen mit rein oder ihr werdet sehen, wenn ihr 2-3 Mal bei verschiedenen Herstellern GLM bestellt habt, ihr kriegt immer was anderes, es ist nie das Gleiche. Belest euch vorher, guckt genau bei welcher Firma. Gerne wird das auch mit Soja gestreckt und da gibt es einen guten Test. Man nimmt sich einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel und rührt den mal ins Wasser ein. Mhm. Und je mehr sich auflöst, desto reiner ist es. Weil Soja ist halt fettig, schwimmt auf und wenn ihr oben so eine richtige Schicht drauf habt, habt ihr halt nicht so hochwertiges GLM gekauft. Mhm. Ja, dann kommen wir zu einem Strukturgeber, der auch wieder pflanzliches Eiweiß liefert und gerade wenn man es geröstet kauft, hochattraktiv ist, weil es eine schön nussige Note mit in den Köder bringt. Ihr wisst sicherlich schon, wovon ich rede. Rösthanf. Ja, Rösthanf. Nehme ich auch sehr gerne. Gibt Geschmack, gibt Struktur, gibt ein bisschen Rohfaser. Alle wissen, Hanf lieben die Karpfen einfach. Und das habe ich auch immer. Bis zu 3% drin im Mix. Manche noch 5. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man das nicht zu hoch dosiert. Man kann natürlich auch 10%, aber ist wie bei der Seidenraupe. Das sind natürlich ganz vermahlene. Und die Schalen neigen dazu aufzutreiben. Ich empfehle einen Mixrechner und dass man da aufs Schrittgewicht achtet. Ne? Mach stopp. Stopp. So, nachdem wir die Kinder hier mal schnell versorgen mussten, die nach Papa gerufen haben, geht's jetzt weiter. Wir sind auch eigentlich fast durch, ihr habt es gleich geschafft. Kommen wir zu den Gewürzen, die geben letztlich auch nochmal Attraktoren frei und machen den Boilie interessant für den Karpfen. Die Klassiker sind natürlich von Heath die Robin-Möglichkeiten, Gold, Green und Red haben wir jetzt hier. Man kann sich sowas aber auch eigentlich selber zusammenstellen, indem man Chilis nimmt, hier jetzt aus eigener Ernte, gibt es aber auch als Pulver zu kaufen. Paprika, Curry, Pfeffer. Was es halt so gibt. Man spart halt sehr, ne? Man kann sich da auch aus verschiedensten Gewürzen, sag ich mal, eine eigene Gewürzmischung machen. Ich nehme immer Robin Red, Robin Green. Wenn man guckt, kriegt man auch das für einen guten Preis. Ich habe es letztes Jahr auf der Messe bei Futter XL gekauft für einen super Kurs. Futter XXL. Guck da einfach mal nach auf der Messe. Wie gesagt, immer die Augen offen halten und dann kann man die Preise auch gut drücken. So, und letztlich fehlt noch eins, das ist Birdfood, haben wir jetzt hier auch nicht, aber letztlich ist Birdfood auch noch eine Kombination aus Gewürzen, Sämereien und Saaten, Maismehl und anderen Bäckereizutaten, sage ich mal jetzt, oder Bäckereimehlen. Kann man sich selber mischen, kann man aber sonst auch natürlich kaufen. Eine interessante Zutat, die ich persönlich nie verrollt habe, aber du immer fleißig dabei bist, sind Stimulatoren. Ja, Stimulatoren. Wer sich viel eingelesen hat in die Materie, wird feststellen, dass immer wieder die Rede ist von irgendwelchen Stimulatoren. Buttersäure ist einer davon, Top-Attraktor, der ja seit Jahrzehnten verwendet wird. Dann gibt es spezielle Lysine, L-Taurin hier zum Beispiel. Das ist auch in Bierhefe, kommt das auch vor. Diese ganzen eigenen Aktoren, die man kaufen kann, kommen fast alle in der Bierhefe vor. Also ja, oder auch halt, in anderen Zutaten, ja, die man verwendet. Halt es ist halt in Reinform. In Reinform und man sollte das auch nicht übertreiben. Stellenweise ist es nur mit 1 Gramm oder 2 Gramm pro Kilo Mix angegeben. Ja, und letztlich, was es macht, ist einfach, dass es den Fisch, den Fressreiz stimuliert. Also der Fisch verfällt einfach in den Fressrausch und nimmt dadurch mehr Köder auf. Was hast du da jetzt noch? Genau, das ist DMPT. Ist allerdings nicht mehr überall zu bekommen. Darf auch nur in Hakenköder verwendet werden, nicht in dem offiziellen Futter. Also ja, ist einer der stärksten Attraktoren, die es überhaupt gibt. Ist wesentlich stärker noch als Betain. Und ich verwende das in Hookbaits mit 2 Gramm pro Kilo Mix. Wenn man mehr reinmacht, dann riecht man von dem Mix gar nichts mehr. Hat einfach nur noch einen penetranten Gestank und es schreckt die Fische auch ab, wenn zu viel drin ist. Okay, dann sind wir jetzt mit den Mehlen durch. Dann bleiben noch die Flüssigkeiten. Buttersäure hast du gerade schon angesprochen. Sehr guter Aminokomplex, der dem Fisch so ein bisschen vorgaukelt, dass da jetzt gefressen wird und er darum neugierig wird. Betain ist vergleichbar. Und dann haben wir letztlich, bräuchten man zum Rollen noch Öle oder andere Liquids und natürlich Flavor. Wir verzichten beide schon eigentlich sehr lange komplett auf Flavor, weil über Gewürze, die gut hochqualitative Öle und Zutaten, benötigt man einfach keine Flavor. Flavor fangen den Angler, nicht den Fisch. Genau.
So, und damit sind wir eigentlich mit den Zutaten jetzt auch schon durch. Und dann werden wir euch jetzt mal unsere Maschinerie zeigen und dann geht es auch schon ans Rollen. Aber wir haben völlig vergessen zu sagen, was wir heute überhaupt machen. Hau mal raus. Ja, wir rollen meinen Fischrobben-Redmix, obwohl man vom Fischmix nicht unbedingt so sprechen kann, da ja mehr Milchproteine in dem Mix drin sind als Proteine durchs Fischmehl. Ja, ist ein solider Mix, ein hochwertiger solider Mix, den man das ganze Jahr durchfischen kann. Ich fische den bis im Dezember rein. Also okay, 0815 Kram, davon gibt es ja schon ein paar Rezepte im Netz auf alle Fälle. Und das Rezept stellt Ricardo euch zur Verfügung. Vielen Dank dafür. Ja. Und den Weg zum Rezept verlinke ich euch unter dem Video. So, dann kommen wir mal zu den Gerätschaften, die man zum Bolli-Rollen braucht. Also hier steht meine gute alte Bolli-Maschine, die hat schon ein paar Tonnen weggerollt in den letzten Jahren. Ist eine Blumentrittmaschine. Blumentritt kennen nicht so viele, ist aber eine der hochqualitativsten Maschinen, die man in Deutschland kaufen kann. Ich werde euch den Shop von dem guten Mann mal verlinken. Und ansonsten kann man natürlich auch günstigere Maschinen nehmen. Sowas lohnt sich halt, wenn man wirklich so irgendwo bei einer Tonne im Jahr liegt oder wirklich viel rollt. Ansonsten alles Markenteile da drin verbaut. Macht ein bisschen Krach mittlerweile, aber das liegt daran, dass wir mal den Zahnriemen wechseln müssen und dann geht das auch wieder. Gibt es mittlerweile auch schon mit Wechselwalzen. Da drauf montiert ist ein Schubser. Das ist was ganz Einfaches. Den habe ich irgendwie mal bei Facebook, habe ich da jemanden gefunden, der solche Schubser baut. Kostet 200 Euro, muss man dafür rechnen. Und dann hat man sogar einen mit Lichtschranke. Ja, dann hat Ricardo hier seine Gun drauf montiert. Ich habe eine andere gehabt. 15 Kilo hat meine gefasst mit zwei Rohren, sodass man immer wechseln konnte. Was hast du hier? Ja, das ist eine 8 Kilo Gun, je nach Mix. 8 bis 9 Kilo gehen rein. Wichtig war mir der große Durchmesser. Dadurch lässt sich A, die Gun vernünftig reinigen und B, auch besser befüllen, als wenn man natürlich nur ein 100er Rohr hat oder so. Ne? Ja. Also das war mir ganz wichtig. Mit Schraubverschluss geht ruckzuck. Seht ihr ja dann gleich, wenn wir anfangen zu rollen. Ansonsten, wer nicht so groß produziert, da haben wir gleich auch noch was für euch. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Hier vorne hin, müssen wir gar nicht so weit laufen. Komm mal ein Stück ran hier, sonst bist du nicht mehr im Bild. Sei nicht so schüchtern. Ja, hier vorne steht ein Kompressor. Man braucht einen Anschluss für den Schubser, einen für die Gun. Ricardo hat jetzt sogar zwei Kompressoren, jeweils einen. Macht sich darum besser, weil hier muss nur 3 Bar drauf, hier muss bis zu 8 Bar drauf. Kann man dann einstellen. Dann braucht man noch ein paar Kisten, wo man die Bollies drin trocknen kann. Die haben wir mit Mesh ausgelegt. Ricardo hat hier noch die Bleche, auf die er die Bollies auffängt. Und dann kommen die in Dämpfkisten. Das zeigen wir euch dann, wenn wir die Bollies dämpfen. Außerdem braucht man auch noch hier ein paar Fässer, wo man den Mix drin vorbereiten kann, der dann in das Knetwerk kommt. Das steht hier. Ich hatte immer einen großen Hubkneter. Das hat leider ein bisschen Öl verloren beim Transport. Müssen wir das wieder fit machen. Was hast du hier? Ja, das ist ein 38 Liter Spiralkneter. Für unsere Bedürfnisse optimal. Damit kriege ich so viel, dass ich die Gun zweimal voll machen kann. Das ist für meine Arbeitsabläufe eigentlich die optimale Größe. Man kriegt die Dinger auch schon mit einem 20 Liter Kessel, kriegt man die schon gebraucht für um die 200-250 Euro, wenn man sucht. Wie viele Liter sind das hier? Das sind 36 Liter. 36, nur dass man mal eine Hausmarke hat. Also kriegst du ungefähr 20 Kilo Mix drin. Nass. 16. 16. 16 für deine Gun. Okay. Hm. Ja. Und das Gute an so einem Kneter ist auch am Hubkneter, man kann die Eier einfach reinkippen und der Spirale oder der Hubkneter macht die kleinen. Der macht da alles platt. Ich mach da gar nicht lange rum. Die Dinger fliegen so rein, Mix rauf, fertig. Seht ihr dann auch gleich auch noch. So, und dann zum Abschluss das Herzstück der Anlage. Früher haben wir gekocht mit einem dicken Topf und einem großen Hockerkocher. Hockerkocher brauchen wir auch, aber jetzt haben wir einen Dämpfer. Den Dämpfer habe ich selbst gebaut, beziehungsweise hat mir ein Kollege damals geholfen beim Schweißen. Ich habe die Zeichnung gemacht, das Material besorgt und für den gleichen Preis, wie man 10 Kilo Dämpfer kaufen kann, kriegt man hier 30 Kilo rein. Man wird hier auch 60 Kilo reinkriegen, aber dann dauert es einfach zu lange mit dem Dämpfen. Und wir können ja mal aufmachen. Hier unten sind halt zwei Querstreben drin, da werden die Kisten raufgestellt. Das Wasser läuft von hier außen nach, da ist ein Schwimmkörper drin, kommt ein Schlauch ran und der Schwimmkörper reguliert die Wasserhöhe. Die Kisten kommen rein. Hier draußen ist noch ein Thermometer und dann muss man mal mit dem Kernthermometer messen. 24er Bollies brauchen so 25 Minuten, dann sind sie so auf 90 Grad Kerntemperatur. Das reicht aus, ist schonender und die Bollies saugen sich nicht so voll Wasser. Das Thermometer ist auch ein Richtwert. Was haben wir rausgefunden? Wenn es über 100 Grad ist, dann so ungefähr noch 10 Minuten. Ja, ich dämpfe meine 24er Bollies circa 28 Minuten. Also wenn er ab 85 Grad fange ich an die Zeit zu stoppen und dann kommt es genau hin mit einem Millimeter und Minute. Ja, also. kommt dann auf den Mix drauf an noch immer ein bisschen. Und das Gute ist, wenn ihr Lactalbumin in euer Mix verwendet,
könnt ihr nämlich vorher mal einen Boilie rausnehmen, den aufklappen und wenn er noch schön Fäden zieht, dann könnt ihr die ganze Sache eigentlich schon abschalten. Lasst die nochmal ganz kurz ziehen und die dann rausmachen, weil dann hat das Lactalbumin angefangen zu arbeiten. Somit ist der Köder dann auch durch. Alles klar. Das alles lohnt sich natürlich nur, wenn man ein paar hundert Kilo im Jahr macht und es regelmäßig macht. Wir haben natürlich früher auch anders angefangen und wie das aussah, das zeigen wir euch jetzt da drüben. Ja, hier haben wir mal aufgebaut, wie wir früher Boilies gemacht haben. Bevor wir den Hubkneter hatten und unsere Mixe mit Mischern angesetzt haben, gab es die Dinger hier. Ja, Bohrmaschine, Farbmischeraufsatz und mit mehr Kilos kamen dann auch größere Maschinen zum Einsatz. Gestaltet sich dann einfach so, einen großen 20 Liter Eimer zwischen die Beine und dann gib ihm schön 5 Kilo. Die kamen dann in eine 1 Kilo Gun, ne? Und dann wurden die nicht mit der Maschine gerollt, sondern mit einem klassischen Rollbrett und ja, ich sag mal, für den normalen Gebrauch 100 Kilo im Jahr, 200 Kilo im Jahr ist das überhaupt kein Problem, im Handroller zu rollen. Da lohnt die Anschaffung teurer Maschinen meines Erachtens nach nicht. Ja, und dann hat man natürlich auch keinen Dämpfer, sondern einen großen Kochtopf mit einem Hockerkocher. Da muss man investieren in den Hockerkocher. Gibt es für 35, 40 Euro. 9 kW wäre gut, ja, weil dann gibt es auch ordentlich Leistung. Das Ding wird voll mit Wasser gemacht, einmal aufgekocht. Und dann kommen die Boilies rein und wenn die Boilies oben schwimmen, sind sie auch schon gut. Bei größeren Durchmessern kann man sie noch 2 Minuten ziehen lassen und dann mit einer großen Schaumkelle abschöpfen und dann in eine Kiste packen zum Trocknen. Ja, zum Kochwasser gibt es noch einen guten Tipp, den erzählt Ricardo euch jetzt. Ja, man kriegt ziemlich günstig im Internet Melasse. Das ist Betaigen-Melasse von der Zuckerrübe. Und damit habe ich immer mein Kochwasser gesättigt. Und zwar so weit, dass die Boilies nachher nichts mehr abgegeben haben ans Wasser. Und das funktioniert super. Somit schwemmen auch viel weniger von den hochwertigen Zutaten aus. Ja, weil die Sache ist ja, dass ähnlich wie bei Salz die Zutaten nach außen diffundieren und einen Konzentrationsausgleich herstellen wollen. Und wenn im Wasser einfach schon viel davon drin ist, schwemmt auch weniger aus. Ist ganz klar. Wer diesen Schritt nicht machen will, der kann auch einfach seine ersten 5 Kilo Boilies kochen und dann ist das Wasser auch irgendwann gesättigt. Immer nur ein kleines Stück nachkippen und dann ist gut. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also ich habe nie schlechter gefangen damit, muss ich wirklich sagen. Dämpfen ist zwar zeitsparender, aber kochen, macht euch keine Gedanken. Kocht sie, geht ans Wasser, fangt Fische. Der einzige Vorteil finde ich halt noch beim Dämpfen ist, die Boilies sind wirklich wesentlich trockener und man muss sie nicht das so lange trocknen. Also so im Übergang habe ich ja teilweise noch beides gemacht, hat man mal zu kurz gedämpft, hat man nochmal nachgekocht. Die Boilies sind so viel nasser und brauchen so viel länger zum Trocknen, dass sich ab einer gewissen Kilozahl so ein Ding wirklich lohnt. Von den Inhaltsstoffen her würde ich mir da auch keinen Kopf machen. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht, die Leute wollen ja auch mal was sehen. Jetzt fangen wir an zu rollen, los geht's. Los geht's. Ganz wichtig. Jetzt hast du nämlich Luft im Teig und dann macht das Ganze nämlich überhaupt keinen Spaß.
naja, haben wir doch ordentlich was geschafft heute. Die Gitter sind voll. Hier unten ist der Robin Red Mix. Wie gesagt, findet da den Link in der Beschreibung. Sind sehr schön geworden, muss ich sagen. Und hier, was ist das eigentlich noch? Ja, das ist ein Standard Fischmix. 40% Fischmehlanteil. Bisschen Seidenraupe ist mit drin. Das ist einfach zum Zufüttern. Hochverdaulich gemacht. Guten Durchlauf. Okay. Aber, ja, was? Preiswert. Preiswert? Okay, was würdest du davon halten, wenn wir sagen, falls jemand, der jetzt zu teuer war, hauen wir den auch noch raus? Klar, können wir machen. Geile Geschichte, danke dir. Ja, dann verlinke ich euch den auch noch. Und, ja, dann werden wir die jetzt dämpfen. Mit so einer Anlage sind locker 400 Kilo am Tag drin. Heute durchs Video machen hat es natürlich alles ein bisschen länger gedauert. Aber die dämpfen wir jetzt schnell noch weg, räumen auf und dann ist Feierabend. Dann reicht auch. Also, auf geht's. Jetzt sind sie durch. Okay. Kann raus, Meister? Kann raus. Leute, wie ihr seht, der Puff ist wieder sauber. Das gehört halt auch dazu. Wer das eine mag, muss das andere lieben. Wir sind geschafft, die Boilies sind geschafft. Wir haben leider nicht so viel geschafft wie gewollt, aber wir haben zwei coole Mixer abgedreht. Und das war auch die Motivation, dieses Video zu machen, auch wenn es jetzt ein bisschen länger geworden ist. Hoffen wir, dass ihr trotzdem Spaß hattet und was für euch mitnehmt für eure Rollelei. Vielen Dank nochmal für die coolen Mixe. Wie gesagt, die sind drunter verlinkt. Und wer Hilfe bei den Zutaten braucht, ja, der kann sich gerne bei mir melden. Ich helfe da weiter, wie über die Jahre auch einige Lieferanten aufgetan oder auch selber Zutaten, ist kein Problem. Da könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und wenn ihr auf das ganze Gedöns keinen Bock habt, dann hat Carsten noch was Schönes für euch. Ist doch top secret noch, Mann. Ja, jetzt muss ich es ja erzählen. Ja, ich habe halt nicht mehr die Zeit zum Rollen, habe aber einen Hersteller gefunden, der nach meinen Vorstellungen rollt und darum wird es ab diesem Jahr oder vielleicht ab jetzt sogar schon, je nachdem wann das Video draußen ist, einen Shop geben, in dem ihr Boilies bestellen könnt, wenn ihr wollt. Die Taste of Nature Range, Natural Carb Food aus dem Wilden Osten
ohne Konservierer, gesalzene Boilies, 5 Sorten plus Hookbaits plus Pop-Ups. Verlinke ich euch auch gerne nochmal unten den Link, könnt ihr ja mal reinschauen, vielleicht ist ja was für euch dabei. Ansonsten Ricardo hier, Facebook-Profil, auch hier unten verlinkt, könnt ihr ihn gerne fragen, wenn ihr immer Probleme gerne habt, Herausforderungen, wie auch immer. Soweit es mir möglich ist, werde ich da alles beantworten. Ansonsten packen wir uns jetzt noch ein paar Boilies ein. Wir haben uns spontan entschlossen, morgen das nochmal 2-3 Stunden zu probieren. Ja, jetzt kommt das Outro. Wenn wir keinen Fisch fangen, ist das Video hier vorbei. Also sagen wir schon mal Tschüss. Aber bleibt dran, vielleicht gibt es noch einen dicken. Drückt die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Leute, was wir vergessen haben, abonnieren und liken nicht vergessen. In dem Sinne, schönen Abend noch. Hey Leute, da bin ich nochmal für euch. Mit Ricardo hat es leider nicht geklappt mit dem Fisch, aber ihr sollt ja nicht umsonst gewartet haben. Außerdem muss ich mich nochmal offiziell für die ersten 1000 Abonnenten hier auf dem Channel bedanken. Und darum machen wir jetzt ein kleines Gewinnspiel. Außerdem ist der Online-Shop Taste of Nature und die Homepage am Start. Und darum soll es auch gehen bei dem Gewinnspiel. Ihr könnt ein Bait-Paket gewinnen, 2 Sorten Boilies plus passende Hookbaits. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist mal auf diese Homepage zu schauen. Den Link findet ihr da unten in der Beschreibung. Und dann schreibt ihr bitte hier in die Kommentare, wie viele Sorten Boilies gibt es bei Taste of Nature, welche wäre euch die liebste und warum. Und bei dem Warum seid ein bisschen kreativ. Die kreativste Antwort gewinnt und genau in einer Woche am Karfreitag um 19 Uhr bei Taste of Nature auf der Facebook-Seite wird der Gewinner verkündet. Also ich drücke euch die Daumen, viel Spaß und ja, danke nochmal. Schöne Osterfeiertage, eine geile Zeit am Wasser und ein paar dicke Fische. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Yeah.